Review-Zeit, Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen bei Dark Schnack Reviews zu einem Hasbro Gaming Review. Heute, ja, zeige ich euch mal wohl das berühmteste Spiel um den größten Deal der Welt, Monopoly. Ich denke mal, jeder von euch kennt es, jeder von euch hat es sicherlich schon mal irgendwann irgendwie gespielt. Und es gibt mittlerweile so schöne, tolle Variationen, da ist eigentlich für jeden was dabei. Und heute schauen wir uns mal ein bisschen was aus dem Star Wars Universum an. Und wenn ihr richtig Lust auf Monopoly habt, dann joint der dunklen Seite der Macht. Das ist nämlich die heutige Monopoly-Version, die ich euch zeigen möchte. An dieser Stelle natürlich großes Dankeschön hier an Hasbro, dass ihr mir dieses tolle Monopoly hier zur Verfügung gestellt habt. Denn ich bin ehrlich zu euch, mein Monopoly, was ich hier zu Hause, glaube ich, noch habe, das ist noch irgendwie aus den 80er Jahren oder ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Zumindest 90er, würde ich mal sagen. Und eine schöne neue Variante davon mal zu besitzen, finde ich persönlich echt gar nicht schlecht. Schaut euch das mal an. Vorne drauf haben wir gleich so ziemlich jeden Bösewicht aus unseren geliebten Star Wars Filmen vorangegangen. Ganz rechts riesig Darth Vader, dann daneben Kylo Ren. Wir haben hier sogar Darth Maul und den Palpatine haben wir auch noch am Start, den Imperator. Na, das sieht alles wirklich sehr, sehr stark aus. Also wenn ihr mehr so ein bisschen auf die, ja, auf die dunkle Seite steht, dann ist das hier genau euer Monopoly. Auf den Seiten haben wir hier einmal noch auf der einen Seite was für euch Darth Vader Fans, denn da ist nochmal der dunkle Lord am Start. Sehr, sehr schön gemacht. Auch hier nochmal Star Wars, die dunkle Seite der Macht. Auf der anderen Seite ist das Ganze relativ simpel gehalten. Wir haben einmal Monopoly und dann hier auch nochmal Star Wars, dunkle Seite der Macht. Interessant wird es dann wahrscheinlich eher für euch auf der Rückseite, denn auf den anderen Seiten ist so ziemlich das Gleiche drauf. Also auch nichts weiter Besonderes, obwohl ich wirklich diesen Artstyle mag mit diesem Rot, was übergeht ins Schwarze, also sprich das Rot für die Sith und dann das Schwarze halt für die dunkle Seite. Finde ich sehr interessant. Aber schaut euch mal die Rückseite an. Denn da geht einiges ab und da gibt es einige schöne Einblicke schon mal auf das Spiel selbst, was euch erwartet. Na, da steht, lasst die dunkle Seite der Macht euer Schicksal entscheiden. Spielt als einer von 6 skrupellosen Charakteren und entfesselt die Kraft des Machtblitzes. Und dann könnt ihr sehen, dass da natürlich ein paar schöne Figuren mit bei sind. Also die Zeiten sind vorbei, dass ihr hier irgendwie mit einem Auto oder einem Zylinder über das Spielfeld hüpft. Nein, wir haben hier natürlich Darth Vader, Darth Maul, Kylo Ren, Imperator Palpatine, Asajj Ventress ist noch mit dabei und sogar der Großinquisitor, den wir zuletzt, glaube ich, in der Star Wars Obi-Wan-Serie gesehen haben. Also ist das alles hier relativ aktuell. Ne? Dann weiter unten, schaut mal. Schließt mit berüchtigten Figuren wie Boba Fett, Count Dooku oder Großadmiral Thrawn Verträge ab. Und dann benutzt die dunkle Seitekarten und TIE-Jäger, um eure Kontrolle über die Galaxis zu vergrößern. Und wenn wir jetzt die typische Hasbro-plastikfreie Verpackung öffnen, dann erwartet euch das hier. Na, innen drin auch nochmal richtig cool gemacht. Wir haben hier so einen kleinen Overlayer. Da ist zum Beispiel auch nochmal Darth Vader mit drauf. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und den könnt ihr jetzt einfach erstmal beiseite packen. Hebt euch das auf jeden Fall auf. Ich finde das immer sehr, sehr interessant. Macht das nicht kaputt. Hier innen drin sind jetzt die ganzen Karten. Zum Beispiel habe ich hier den Groß Moff Tarkin. Das sind dann die Karten, die ich euch gleich nochmal genauer zeigen werde. Sehr schöne Charakterkarten auf jeden Fall. Alles eingepackt in Papier. Also Hasbro typisch. Hier zum Beispiel sind die Figuren drin, die ich euch gleich zeigen werde. Und hier sind die Karten drin. Auch alles hier in Papier eingepackt. Finde ich aber gar nicht so schlecht. Mal kurz beiseite. Natürlich sehr interessant hier nochmal für euch. Na, entfesselt die Kraft der dunklen Seite und da sind dann noch so ein bisschen die Regeln drin. Das erkläre ich euch gleich auch nochmal in aller Ruhe, weil das sich doch wirklich sehr abhebt von einem klassischen Monopoly-Spiel. Das hier ist das Spielbrett, ne? Natürlich klassisch wieder eingeklappt, so kenne ich es auch. Es wirkt alles ein bisschen dünner als früher, habe ich irgendwie das Gefühl, aber das macht ja nichts, solange der Spielspaß noch dabei ist. Und dann haben wir hier noch republikanische Kredits, also Kredits, nicht republikanisch, aber ihr wisst schon, ne? Hier die in Gelb und in Grau. Da habe ich aber noch keine Ahnung, wie das jetzt alles dann benutzt wird. Das schauen wir uns dann gleich mal in Ruhe an. Die müsst ihr allerdings dann austrennen. Na, die sind hier nämlich noch drin. Wartet mal, das könnt ihr, glaube ich, auch ganz simpel so machen. Schaut mal her. Na, das sind dann so gesehen eure kleinen Kredits, die ihr dann halt im Monopoly-Spiel halt mit benutzt. Wenn ihr die eine Tüte öffnet, dann kommt euch hier schon alles entgegen. Hier sind zum Beispiel die ganzen TIE Fighter, wovon gerade auf der Rückseite gesprochen wird, die ihr dann überall auf dem Spielbrett halt platzieren könnt, na, um die Galaxie einzunehmen. Die sind auch ganz cool gemacht, die sind aber nur aus Kunststoff gemacht, im Gegensatz zu den Figuren selbst. Na, aber ihr könnt auch hier drauf schön die Details erkennen. Die TIE Fighter sehen wirklich sehr, sehr gut
Fotos, das sind aber echt einige. Na, also da könnt ihr richtig loslegen, das wird sicherlich sehr interessant. Ich rate euch, die Plastiktüte oder die Papiertüte auf jeden Fall aufzuheben, denn wenn die euch hier verloren gehen, na, die möchte ich jetzt zum Beispiel nicht bei mir in der ganzen Verpackung rumfliegen lassen. Ansonsten haben wir noch den Standardwürfel, ganz klassisch hier in Weiß und Schwarz. Und das hier, das ist das Ding, dieser Ring für die Machtblitze, den ihr dann halt um eure Figuren rumpacken könnt. Na, wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich euch gleich nochmal, wenn ich ein bisschen aus der Anleitung vorlese. Hier sind eure Spielfiguren. Ich weiß jetzt nicht genau, woraus die gemacht sind. Das könnte Zinn sein oder sowas. Na, auf jeden Fall, finde ich, sind die sehr, sehr nice gemacht. Und ich möchte mal echt von euch wissen, wen würdet ihr am liebsten spielen? Ich denke mal, die meisten von euch werden hier Darth Vader oder Darth Maul spielen wollen, weil die anderen sind zwar auch cool, aber ich glaube, das sind so die ikonischsten und der ein oder andere vielleicht hier noch den Imperator Palpatine, der übrigens auch sehr gut aussieht. Alle Figuren haben wirklich schöne Details, muss ich sagen. Ich habe ehrlich gesagt viele Jahre oder eher Jahrzehnte kein Monopoly-Spiel neu in der Hand gehabt, na, aber die Figuren fühlen sich tatsächlich relativ leicht sogar an. Aber ich finde das trotzdem immer noch gut, dass sie so einen kleinen Metallanteil haben. Na, das ist auf jeden Fall sehr nice und wirkt natürlich auch hier sehr hochwertig. Und wie gesagt, die Details sehen wirklich sehr, sehr schön aus. Und ich denke mal, man kann auch wirklich jeden Einzelnen sehr, sehr gut dran erkennen. Ansonsten, ne, ihr habt ja noch gesehen, wir haben hier diesen Machtring. Der passt jetzt bei jeder Figur mit dabei. Ne? Das heißt zum Beispiel hier ganz ikonisch Imperator Palpatine. Da dürfte man das Ganze hier einfach rumpacken. Und wenn ihr diesen Effekt dann habt, ne, dann könnt ihr das bei den Figuren halt hier raufpacken. Und dann könnt ihr halt ja mit diesem Effekt loslegen. Wie gesagt, passt hier bei jeder Figur mit drauf. Ne? Und ist eigentlich auch echt cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir. Jetzt gebe ich euch mal einen kleinen Einblick in die gesamten Spielkarten und da werdet ihr ganz schnell feststellen, hier sind ganz, ganz viele ikonische, böse Charaktere mit dabei. Zum Beispiel der gute Krennic hier aus Star Wars Rogue One. Immer schön vorne drauf mit einem kleinen Artwork drauf und auf der Rückseite habt ihr dann halt hier so gesehen seine ganzen Stats, die er braucht. Ne? Unter anderem haben wir jetzt hier sowas wie Zahlung mit Farbgruppe, mit Einteiljäger, Zweiteiljäger bis hin zu Fünfteiljägern. Ne? Und hier steht dann noch, Einteiljäger kostet zum Beispiel 10 Kredits. Finde ich persönlich sehr interessant. Ne, zum Beispiel ist hier noch Jabba mit dabei, ne, Captain Phasma. Ihr seht, wie gesagt, aus jeder Trilogie ist was mit dabei. General Hux, auch ganz cool gemacht. Fennec Shand, ne, für alle Boba Fett-Fans, auch hier mit dabei. Und Boba Fett selbst hier auch am Start. Ne, da sind die Karten halt ein bisschen andersrum, aber richtig, richtig schön auf jeden Fall. Greedo ist mit dabei. Ne, Aura Singh ist mit dabei, also wirklich hier Cad Bane auf jeden Fall, sehr, sehr cool, sehr ikonisch, jeder mag Cad Bane, ich finde den einfach genial. Ne? Moff Gideon ist hier mit dabei, Groß Admiral Thrawn ist hier noch als eher Cartoon-Version, wir werden ihn ja auch irgendwann demnächst mal halt in der Serie sehen, da bin ich auch sehr gespannt drauf. General Grievous haben wir hier noch dabei, Count Dooku auch am Start, ne? Der fünfte Bruder Inquisitor, Reva, die dritte Schwester aus der Obi-Wan-Serie. Dann hier Darth Vader. Ne? Die Karte sieht richtig cool aus. Darth Vader ergibt dich der dunklen Seite der Macht. Auch sehr cool gemacht. Imperator Palpatine, lerne die Macht der dunklen Seite kennen. Kylo Ren, ich zeige euch die dunkle Seite. Darth Maul, nein, ich diene niemandem. Und hier haben wir noch Asajj Ventress, ich werde meine Rache bekommen. Also das sind die Charakterkarten halt so gesehen, ne? Aus dem... von den Spielfiguren halt. Ne? Und da seht ihr auch auf der Rückseite zum Beispiel hier bei Ventress, ne, trägst du den Ring des Machtblitzes und ein anderer Spieler landet auf einem der vier Eckfelder. Nimm ihn 20 Credits weg. Ja, da seht ihr, da habt ihr zum Beispiel jetzt den Effekt dann halt von diesem Machtblitzring, ne? Der Inquisitor. Na endlich, ein Kampf, der vielleicht meine Zeit wert sein könnte. Ja, und dann kommen hier noch solche Karten. Ne? Das sind dann die normalen Random-Karten, die da drauf sind. Und wenn wir da jetzt mal einfach so reingehen, ne, wir gucken mal, was nehmen wir uns hier? Einfach mal hier einen raus. Und da habt ihr dann zum Beispiel hier das Imperium. Kann eine Attentäterin, die für die Hutten und auch andere führende Verbrechersyndikate gearbeitet hat, deine Verbündete werden? Rücke vor bis zu Fennec Shand. Wenn du über Los ziehst, erhältst du 40 Credits und darfst den Ring des Machtblitzes an dich nehmen. Na, also sehr interessant, diese Karten. Na, ich nehme mal noch eine für euch, nur so als Beispiel halt. Haben wir jetzt hier nochmal eine, das Imperium-Karte. Die Besetzung von Lothal durch das Imperium findet ein explosives Ende, als die Rebellen eine imperiale Garnison auf dem Planeten auslöschen. Zahle jedem Spieler 10 Kredits. Na, also, das ist mal ganz anders als das Monopoly, was wir so kennen. Ich finde es persönlich wirklich sehr, sehr cool. Ach, hier ist der gute Thrawn noch.
Thrawn, Tarkin, Entschuldigung, Tarkin. Ne? Und hier, wähle einen Spieler aus. Dieser muss drei Felder zurückziehen und die Regeln dieses Feldes befolgen. Und zu den Feldern kommen wir jetzt mal, denn wir gucken uns mal schnell noch das Spielbrett an. Und das ist jetzt so aufgebaut und ich finde es persönlich designtechnisch sehr, sehr cool gemacht. Na, also hier haben wir auf jeden Fall richtig schön nochmal das gesamte Thema, die dunkle Seite der Macht mit diesem schönen Artwork in der Mitte. Ne? Und dann habt ihr hier die Bereiche ganz normal halt wie Monopoly ist, wo ihr dann halt eure Karten platziert. Na, ihr könnt mit euren Figuren dann ganz normal auf den Feldern langlaufen. Bei den Feldern hat sich natürlich auch hier ein bisschen was zum Star Wars Thema geändert. Aber so die klassischen Sachen, wie zum Beispiel hier oben ist der Punkt, wo es heißt, geh ins Gefängnis. Also ne, ab in den Knast. Und im Knast zum Beispiel haben wir dann auf der Seite hier ganz links, ne, da zum Beispiel ist jetzt der gute Papa Palpatine am Start. Das hat sich eigentlich auch alles dann halt nicht geändert. Genauso wie ziehe im Vorübergehen 40 Credits ein Los. Also hier unten ist dann halt wieder die Losecke. Das ist auch alles ganz normal. Ja, da hat sich eigentlich nichts einfach großartig verändert. Und auch Freiparken. Freiparken ist hier eigentlich so ein bisschen unpassend. Ich hätte es ein bisschen umbenannt, aber das hat sich nicht geändert. Aber die einzelnen Felder, schaut euch die einzelnen Felder an, die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Ne? Auch da seht ihr dann die ganzen Charaktere halt nochmal drauf, die ich euch auch gerade schon in den Karten gezeigt habe. Das sieht alles wirklich sehr, sehr stark aus. Ne? Wir haben hier sogar noch ein paar Schiffe mit dabei. Ne? Einen Rebellenangriff gibt es hier dann tatsächlich noch, wenn ihr auf das Feld kommt. Dann müsst ihr halt nochmal 10 Credits zahlen. Na, also wirklich sehr, sehr nice gemacht. Alles richtig schön im Star Wars-Style. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Lasst uns eben mal noch einen kleinen Blick ins Begleitheft werfen. Das haben wir jetzt hier. Denn da stehen für euch natürlich auch die Regeln drin, die sehr, sehr wichtig sind. Und wenn ihr Monopoly kennt, dann hat sich hier vielleicht auch das ein oder andere für euch so ein bisschen halt geändert. Schaut mal, auch das ist sehr, sehr cool gemacht. Wir haben hier natürlich auch wieder Darth Vader am Start. Ne? Und darüber steht gleich, was ist anders an Monopoly Star Wars? Dunkle Seite der Macht. Und hier steht, rekrutiere berüchtigte Figuren aus der gesamten Galaxis. In diesem Spiel sind die Besitztümer Verträge mit berüchtigten Figuren. Sobald du auf einer solchen Figur landest, musst du einen Vertrag mit ihr abschließen. Hast du mit beiden berüchtigten Figuren derselben Farbgruppe einen Vertrag abgeschlossen, kannst du diesen Vertrag TIE-Jäger hinzufügen und noch höhere Zahlungen von anderen Spielern verlangen. Das heißt, wir haben jetzt hier keine Gebäude so gesehen dann halt, ne, wie wir es ja halt von früher kennen. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel, wir nehmen jetzt hier das Feld von Greedo und ihr habt mit Greedo einen Vertrag, dann könnt ihr hier richtig schön Stück für Stück dann halt TIE Fighter halt raufsetzen, ne? Das ist dann halt anstatt der Gebäude. Und pro TIE Fighter können dann die Leute, die dann aus Versehen dort drauf landen, richtig schön Kredits an euch bezahlen. Fühle die Kraft des Machtblitzes. Jede Spielfigur hat eine einzigartige Fähigkeit. Du kannst diese Fähigkeiten deiner Figur immer dann benutzen, wenn du den Rang des Machtblitzes hast. Landest du auf Los oder ziehst du darüber hinweg, darfst du dir den Ring schnappen, ihn über deine Spielfigur stülpen und erhältst außerdem Kredits. Nun kannst du die Kraft benutzen, die auf deiner Charakterkarte erläutert ist. Das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Jeder Charakter hat so seine einzigartigen Fähigkeiten. Dann darunter noch, springe in den Hyperraum. Landest du auf einem Schiffsfeld, darfst du in den Hyperraum springen und zu einer beliebigen, berüchtigten Figur zwischen diesem Schiff und dem nächsten auf dem Spielplan ziehen. Wenn du über Los ziehst, erhältst du jedoch keine Kredits und darfst dir nicht den Ring des Machtblitzes nehmen. Und ansonsten weiter noch darunter, benutze dunkle Seitekarten, um andere Spieler zu hintergehen. Wenn du auf einen die dunkle Seite Feld landest, ziehst du die entsprechende Karte vom Stapel. Diese Karte könnte dir dazu verhelfen, dir sofort den Ring des Machtblitzes zu schnappen, Verträge und Kredits von anderen Spielern zu stehlen oder sogar einen deiner Rivalen ins Gefängnis zu schicken. Ansonsten haben wir natürlich noch die Spielvorbereitung. Ne? Da seht ihr auch ganz genau, wie ihr das Ganze dann halt hier auf das Spielbrett halt legen müsst. Das ist aber alles nicht schwer und eigentlich relativ leicht verständlich für euch. Das passt schon. Ne? Und da seht ihr auch nochmal oben das Startkapital. Jeder Spieler erhält als Startkapital 5-mal jeweils 10 Kredits, also insgesamt eine Summe von 300 Kredits. Ne? Und 5-mal halt von den goldenen Kredits, ne? Auch mal im Wert von 50. Also sehr interessant auf jeden Fall. Ne? Mit diesen Kredits könnt ihr dann halt ja, Kohle ausgeben oder Kohle verlieren, wenn euch irgendein anderer dann halt
ja, mit einer fiesen Karte halt erwischt. Also ihr seht schon, Hasbro hat sich dabei ein bisschen was gedacht. Ich finde das persönlich gar nicht schlecht. Und wie gesagt, wenn ihr Star Wars Fan seid und wenn ihr auf der dunklen Seite der Macht gerne spielen wollt, ne, mit euren TIE Fightern und euren Gefährten hier halt die Galaxie übernehmen wollt, dann schnappt euch das Spiel. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich bin auch mal gespannt, wann ich das nochmal irgendwann wieder spielen werde. Aber so im Star Wars Thema macht Monopoly auf jeden Fall mir persönlich auf jeden Fall auch nochmal eine Menge mehr Spaß als das klassische Monopoly. Was ihr davon haltet, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Habt ihr euch schon eines der speziellen Monopoly-Versionen gekauft? Wenn ja, würde ich gerne mal wissen, welche. Und ich würde sagen, für dieses kleine Video soll es das auch schon wieder gewesen sein. Monopoly ist auch bei mir Kindheit. Na, und ich finde es gut, dass es das Spiel nach wie vor gibt. Macht immer noch Spaß. Und wir haben damit auch in unserer Kindheit schon so viele Stunden verbracht. Und das werden wir jetzt auch hier in dieser Galaxie auf jeden Fall machen. Liebe Leute, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis denne dann und natürlich reingehauen. Ach so, möge die Macht mit euch sein.